dass sich heute Abend einiges klären wird, was an Irritationen entstanden ist während der letzten Wochen und Monate. Und um das nicht zu lang zu machen, übergebe ich das Wort direkt an unseren Studenten Jens Stober. Dankeschön, Herr Hochmuth. Ich beginne jetzt mit meiner Präsentation des Spiels 1378 Kilometer. Das ist die erste öffentliche Präsentation, also die erste Möglichkeit für die Öffentlichkeit, für die Nation in Deutschland, das Spiel überhaupt mal zu sehen und sich nicht auf die Berichterstattung von teilweise schlecht ausgeführten journalistischen Tätigkeiten zu verlassen. Was ich genommen habe, ist das Spielegenre Ego-Shooter und habe daraus versucht, ein Serious Game zu formen. Also auch zu zeigen, dass Ego-Shooter nicht nur niedrigste menschliche Instinkte bedienen und nicht nur als reines Killerspiel, wie es die Medienlandschaft getauft hat, in der Spielewelt auftauchen. Das soll ein Interesse bei der jungen Generation wecken und dadurch die Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte im Fall 1378 Kilometer. Es soll dabei auf keine Art und Weise etablierte Medien ersetzen, sondern als Ergänzung gesehen werden. Es handelt sich dabei um eine kostenlose Modifikation, die im Rahmen meines Studiums an der Hochschule für Gestaltung hier entstanden ist. Ich studiere Medienkunst und beschäftige mich hauptsächlich mit dem künstlerischen Umgang von Computerspielen. Und dieses nicht kommerzielle Projekt baut auf einem Ego-Shooter auf namens Half-Life 2 Deathmatch, der als Grundversion benötigt wird, um meine Spieldaten zu laden und auch zu spielen zu können. Und dieses Spiel hat eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Schauen wir uns nun die Gameplay-Elemente, also die Spielregeln des Spiels an. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Republikflüchtlinge. Diese sind unbewaffnet und müssen die Grenze überwinden. Dabei müssen sie Grenzsoldaten, Metallgitterzäunen, Betonwänden, Signaldrähten, Lichtsperren, Wachtürmen und Selbstschussanlagen ausweichen. Und diese auch während des Spiels kennenlernen. Kurzum, diese gesamten Sperrelemente wurden der Sicherheitsstreifen nach DDR-Bezeichnung oder nach bundesrepublikanischer Bezeichnung der Todesstreifen genannt. Schauen wir uns an, was passiert, sollte ein Flüchtling eine erfolgreiche Flucht begehen. Dann bekommt die Flüchtlingsseite Punkte. Sollte es ein erfolgloser Fluchtversuch sein, der zum einen mit der Verhaftung enden kann von einem Grenzsoldaten, muss der Republikflüchtling ins Gefängnis und dort eine Weile ausharren, bevor er wieder aktiv am Spielgeschehen teilnehmen kann. Ein anderer erfolgloser Fluchtversuch sieht folgendermaßen aus: mit dem Tod. Daraufhin bekommt der Republikflüchtling eine neue Chance, ein neues Leben und kann nochmals versuchen, den Todesstreifen zu überwinden. Sollte aber zu viele Flüchtlinge sterben oder jeder einzelne Flüchtling, wirkt sich dies auf den politischen Druck auf die DDR aus. Symbolisiert durch im oberen linken Bildschirmrand durch den Hammer und Sichel, die langsam anfangen zu bröckeln. Auf diesen politischen Druck komme ich nachher nochmal zu sprechen, das ist ein wichtiges Element. Schauen wir uns aber zunächst die Grenztruppen der NVA an. Diese sind bewaffnet, müssen sich aber in meinem Spiel die Waffen erst besorgen, haben sie nicht von Start an. Es gibt den Schießbefehl, historisch belegt, aber es gibt auch die Möglichkeit zu verhaften, ohne Anwendung von Gewalt. Die Grenztruppen der NVA müssen die Grenze bewachen. Der Nationale Verteidigungsrat der DDR sagte damals, Grenzverletzer sind aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten. Durch die Festnahme eines Flüchtlings steigen die Punkte der Grenzsoldaten. Durch die Festnahme sinkt aber auch der politische Druck auf die DDR, weil ohne Gewalt Flüchtlinge daran gehindert werden, die Grenze zu überwinden. Bei der Tötung eines Flüchtlings, und das ist eines der Hauptaspekte des Spiels, bekommt man zwar erst Punkte, und diese steigen auch, und man wird belohnt mit einem besten Abzeichen, historisch belegt. Damals hat man sogar Sonderurlaub und Prämien dafür bekommen. Aber der politische Druck auf die DDR steigt,
Und wenn dieses Wappen der DDR anfängt zu bröckeln, verlieren die Punkte, verlieren die Grenzsoldaten rapide Punkte. Und das wichtigste Element, nach wiederholter Tötung, wird der Grenzsoldat umgehend aus dem Spielgeschehen entfernt, begibt sich auf eine Zeitreise ins Jahr 2000 und befindet sich vor einem Mauerschützenprozess wieder und muss dort eine Weile ausharren, bevor er wieder am Spielgeschehen teilnehmen kann. Und dadurch verlieren die Grenzsoldaten auch wiederum Punkte. Fassen wir also zusammen, wer schießt, verliert. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Grenztruppen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass diese selbst ihre Chance nutzen zu fliehen. Diese Möglichkeit besteht. Es ist dann interessant, wie sich die anderen Spieler der Grenzsoldatenfraktion auf so eine Aktion des Spielers verhalten. Schauen wir uns nun ein paar Szenen aus dem Spiel an. Animation. Und nun sehen wir, wie eine erfolgreiche Flucht aussehen könnte. Darum zusammenzufassen, was in den letzten Wochen passiert ist. Es gibt ein Klischee über Killerspiele in unserer Gesellschaft, das stark geprägt war von Amokläufen, dessen Hauptschuld dahin geschoben wurde, dass diese entstehen konnten aufgrund von Computerspielen. Und dadurch wurde auch dieser Begriff Killerspiel geprägt. In Verbindung mit meinem Spiel, also in Verbindung mit der innerdeutschen Grenze, und einer Wiedergabe von Teilaspekten, wie das pure Schießen auf wehrlose Flüchtlinge, kurzum gesagt eine Reduzierung auf Schlagwörter in der Berichterstattung der Boulevardpresse, führte zu folgender Resonanz. Die Bild-Zeitung titelte widerwärtig TDR Todesstreifen als Ballerspiel. Ich sehe diese Schlagzeile als Ausgangspunkt der nicht korrekt durchgeführten Berichterstattung der Bild, die bei der Pressekonferenz Ende September, die ich gegeben habe, um das Spiel zu präsentieren, nicht anwesend war, aber trotzdem detailliert beschrieben hat, dass es nur darum geht, Flüchtlinge auf makabere Art und Weise hinzurichten. Das ist total falsch, wie wir gerade gesehen haben. Schauen wir uns weitere Reaktionen an. Ich zitiere Rainer Wagner, Vorsitzender der Unionsverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, der gegenüber Netzwerk folgendermaßen geäußert hat. Es bedient, wie es in allen Ballerspielen letztlich gemein ist, niedrigste menschliche Instinkte. Ein Aspekt dieses Spiels macht dieses aber im Vergleich zu anderen Ego-Shootern sogar noch schlimmer. Denn normalerweise schießt man in solchen Spielen auf bewaffnete Gegner. Hier sind es unbewaffnete Zivilisten. Was dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist, wer schießt, verliert. Und dass es sich bei meinem Spiel eigentlich um die komplette Umkehrung eines Ego-Shooters handelt und es nicht darum geht, möglichst viele Leute zu erschießen, sondern auch zu merken, es geht auch anders. Infolgedessen gab es internationale Resonanz. Wie wir hier sehen, BBC, dieses Thema ausgelöst
durch mein Spiel zog sich einmal um den Globus. Es gab Berichterstattung im Fernsehen in Russland, Japan, USA, Australien. Man könnte eigentlich sagen, überall auf der Welt wurde darüber berichtet. Daraufhin hat die Bild ein Verbot ausgesprochen oder es indirekt verbieten wollen, ob das widerliche DDR-Ballerspiel verboten würde. Interessant ist dazu auch, wie sich Politiker zu dem Thema geäußert haben. Denn auch namhafte Politiker aus der Landesregierung oder Bundesregierung hatten dazu auf einmal eine Meinung. Ich zitiere Professor Dr. Frankenberg, Baden-Württembergs Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Kieler Spiele jeglicher Art sind abzulehnen und gerade Hochschulen nicht der geeignete Ort, um solche Spiele zu entwickeln. Nicht akzeptabel ist es außerdem, wenn im Zusammenhang mit der Berliner Mauer dem Leid der Opfer nicht Rechnung getragen wird. Dieses Spiel ist wichtig für unsere Gesellschaft. Es zeigt auch, wie sich die Gesellschaft verblenden lassen, von allein von dem Schlagwort Killerspiel. Wenn man sich näher mit dem Spiel auseinandersetzt, wird man feststellen, dass es kein Killerspiel ist. Und Politiker aus solchen Kreisen müsste man eigentlich zutrauen oder muss man wirklich in Frage stellen, ob sie richtig für diesen Posten sind, wenn sie sich vorschnell urteilen und im Grunde die Meinung der Bild zitieren. Und dieses dann auch noch zu veröffentlichen. Schauen wir weiter auf die CDU. Gestern eine Pressemitteilung der Bundesfraktion. Ein gewisser Herr Wolfgang Börnsen. Im Gegenteil, man leistet der Brutalisierung heranwachsender Vorschub. Was als Computerspiel mit Aufklärungsabsicht propagiert wird, ist in Wirklichkeit ein banales Killerspiel im historischen Rahmen. Damit stellt man gleichzeitig die anerkannte und historisch korrekte Arbeit der Gedenkstätten sowie der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Stiftung Berliner Mauer in Frage. Das ist eine komplette Falschaussage. Dieser Herr hat niemals das Spiel vorher gesehen, hat aber schon eine Meinung dazu. Wir sollten uns zu Sachen äußern wollen, von denen wir keine Ahnung haben, ohne diese vorher gesehen zu haben. Das wird auch in der Politik so nicht gemacht. Oder man könnte eigentlich vermuten, ist aufgrund der eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es in der Politik sehr oft so gemacht wird. Ein Zeitungsartikel der BNN, Badische Neuesten Nachrichten, wo Hubertus Knabe zu Wort kommt. Knabe sagt, es handelt sich über ein widerwärtiges Spiel. Und Knabe habe halt durch den Anruf eines Redakteurs der Bild-Zeitung von dem Spiel erfahren. Aber was er auch sagt, dass sich Geschichte nicht so vermitteln lässt und dass er einem Bundestagsabgeordneten, der das Spiel angeblich gesehen habe, in seiner Meinung bestätigt hat. Das ist gelogen. Der Bundestagsabgeordnete, von dem er spricht, er nennt den Namen nicht, kann dieses Spiel nicht gesehen haben, weil zur Pressekonferenz Ende September war nur geladene Presse, die man an zwei Händen abzählen konnte, geladen. Darunter war kein Bundestagsabgeordneter. Aber es haben sich Bundestagsabgeordnete gemeldet, zum Beispiel Jimmy Schulz von der FDP, der die Idee als mutig und interessant bezeichnet. Was hier oben noch zu sehen ist, dass die Linken-Vorsitzende, Name egal, sich auch darüber geäußert hat und dass diese Äußerungen von den Linken sich mit denen der NPD decken. Kann einem zu denken geben, kurzer Anstoß. Kommen wir nun nochmal zurück zum Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Eine Aussage von Herrn Wagner in der offiziellen Pressemitteilung. Was ich in dem Trailer für das Spiel gesehen habe, genügt. Ich brauche ein Computerspiel, dessen Spielspaß darin besteht, unbewaffnete Zivilisten abzuknallen, nicht unbedingt zu spielen, um es zu kritisieren. Das ist eine Meinung, die ich leider nicht teilen kann, weil man muss sich über das, was man kritisiert und diskutieren will, erstmal befassen, um auf eine gemeinsame Ebene zu kommen. Und der Spielspaß besteht bei weitem nicht darin, einfach Leute abzuknallen. Wem es darum geht, wird mehr Zeit im Gerichtssaal verbringen, als tatsächlich auf dem Spielfeld und die Möglichkeit haben, Zivilisten zu erschießen.
Was ich jetzt noch ansprechen will, ist Frontiers, ein Computerspiel, das 1378 Kilometer sehr stark ähnelt und den Verein Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. und dessen Vorstand vorstellen, der ebenfalls bekannt ist von dem Komitee Cap Anamur. Elias Birdl, der sich zu Frontiers geäußert hat. Seine Aussagen kann man mit 1378 vergleichen. Und wir hören uns jetzt an und damit beende ich auch die Präsentation. Als ich zum ersten Mal von Frontiers hörte, von dem Gold-Extra-Spiel, da habe ich wirklich einen Schreck bekommen und dachte, na, das darf nicht wahr sein, man kann doch nicht sowas da reinziehen. Und ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, nachdem ich das erstmal, ich bin kein Spieler selber, das ist schon mal das erste Problem. Und dann habe ich mir also eine Präsentation angesehen in Berlin und habe dann verstanden, dass es eigentlich genau das Entscheidende ist, nämlich rauszukommen aus den Diskussionen in den immer gleichen Zirkeln. Es ist ganz furchtbar, wenn man sich trifft, das ist auch meine Erfahrung, sozusagen öffentlich mit diesem Thema unterwegs zu sein, mit den immer gleichen Flüchtlingshelfern und sowieso Friedensbewegten oder so, das bringt ja mal nichts. Wenn wir es nicht schaffen, rauszukommen in ganz andere Schichten der Bevölkerung und sie überhaupt für diese Themen zu sensibilisieren, dann ist der Käse gegessen, dann war es das. Und gerade wenn hier jüngere Leute erreicht werden können mit so einem Spiel, die wahrscheinlich sonst ein Leben führen würden oder mancher könnte das jedenfalls tun, ohne jemals darüber nachzudenken, ja, was da eigentlich passiert, ja, dann ist das ein wunderbarer Erfolg und das verstehe ich jetzt, ja, und unterstütze das gerne. Ich finde das eine sehr gute Geschichte, auch auf dieser Weise etwas zu transportieren, was unbedingt aufrecht bleiben muss, ja, das, wovon ich auch der Überzeugung bin, dass es sozusagen immer bleiben wird, nämlich das Bewusstsein darüber, ja, dass wir mit Menschen nicht so umgehen dürfen. Kurze Anmerkung von mir noch. An den europäischen Grenzen sterben im Moment jährlich, inoffizielle Zahlen sagen, 15.000 Menschen. Damit beende ich meine Präsentation. Ich würde zunächst Herrn Mühlmann als einen der beiden Betreuer das Wort erteilen. Er wird noch etwas zum Spiel sagen. Vielen Dank, Uwe Hofmuth. Eigentlich dürfte ich bei dieser Veranstaltung gar nicht sprechen. Angehörige meiner Generation verstehen viel zu wenig von Spielen. Ich bin natürlich kein Hardcore-Gamer. Ich bin immer glücklich, wenn ich mich mit jungen Kollegen austauschen kann, die sowohl Philosophen als auch Hardcore-Gamer sind. Als Kulturwissenschaftler interessiere ich mich vor allem über quantitative Effekte in der Kultur. Das ist also weniger die Frage, welche Kunst besonders gut ist oder besonders schön ist. Es ist mehr die Frage, was viele Menschen tun, was die meisten Menschen tun. Und weshalb tun sie es und wie kann man sie erreichen? Es war für mich sehr interessant, mitzuwirken bei der Vorbereitung des Fachs Game Design an der Hochschule der Künste in Zürich. Im Vorfeld konnte ich da einige Erfahrungen machen. Damals habe ich zum ersten Mal das Spiel Counter-Strike kennengelernt. Ich habe dann ein bisschen versucht mitzuhalten, aber mein Avatar war leider immer sofort ein toter Mann. Und es hat mich auch wenig getröstet, dass ich wieder aufstehen konnte, wie die Toons in dem Film Roger Rabbit. Also ich gehöre nun zufällig zu den Professoren, neben meinem Kollegen Belitzky, die das Spiel von Jens Stober begleitet haben. Und ich habe ein Konzept verfasst, eine dramaturgische Expertise, nennt man das beim Theater. Beim Theater hat der Dramaturg die Aufgabe, eine Expertise zu schreiben für eine neue Produktion, um einzuschätzen, wie die Wirkungen der Inszenierungen, wie die Effekte der Inszenierungen wirken werden und welche Reaktionen beim Publikum sie auslösen werden. Ich habe also diesen Text, den ich dafür geschrieben habe, der das Konzept darstellt, das eigentlich schon feststand, bevor das Spiel entwickelt wurde. Ich habe ihn mitgebracht und ich mute Ihnen jetzt diese kurze Vorlesung zu, weil das gewissermaßen ein begleitendes Dokument dieser Spielproduktion ist. Also ich mute Ihnen jetzt diesen kurzen Textvortrag zu. Dramaturgische Strategien arbeiten mit der Technik der kalkulierten Voreiligkeit. Also man versucht, die Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken, um sie in einen Konflikt zu bringen und um sie dann
vor eine überraschende Auflösung zu stellen. Im Verhältnis zu den traditionellen Simulationsmedien, Tragödie, Komödie, Film, Fernsehspiel, bietet das First-Person-Shooter-Online-Spiel neue Möglichkeiten für die Nutzung des Voreiligkeitsverhaltens. Die wichtigste Neuheit besteht aus der Ersetzung der zweiwertigen Struktur Schauspieler-Zuschauer durch die einwertige Struktur Erste-Person-Spieler. Bei durch Empathie vom Schauspieler auf den Zuschauer, die emotionalen Effekte werden durch Empathie vom Schauspieler auf die Zuschauer übertragen. In der aristotelischen Dramaturgie nannte man das Empathieprinzip Eleos. Ödipus zum Beispiel trifft eine voreilige Entscheidung, er tötet seinen Vater, erkennt seinen Fehler zu spät und wird schuldig. Die Schicksalsgottheiten lassen die Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst, nicht gelten. Der Empathiekanal überträgt den Horror des Geschehens auf die Zuschauer. Horror heißt auf Griechisch Phobos. Im Ego-Shooter-Online-Spiel fallen die Personen Schauspieler und Zuschauer zusammen. Die Emotionen, die vom Geschehen ausgelöst werden, manifestieren sich jetzt direkt im Organismus des Spielers. Der Spieler ist sein eigener Zuschauer, damit entfällt der Empathiekanal. Die Simulation gewinnt an Unmittelbarkeit. Beim Projekt 1378 Kilometer besteht der erste dramaturgische Kunstgriff aus der Nutzung der Technik Zielen und Schießen per Mausklick und aus der Spekulation auf die Tatsache, dass der Spieler diese Technik bereits beherrscht, bevor er mit dem Spiel beginnt. Der Spieler wird auf diese Weise dazu verleitet, voreilig mit dem Zielen und Schießen zu beginnen. Sobald er das tut, löst er in seinem neuronalen Belohnungssystem eine positive Reaktion aus. Gleichzeitig erwartet er, dass die Spielwertung ihm zu einem Erfolgserlebnis verhelfen wird. Nach einiger Zeit des Spielgeschehens wird der Gamer jedoch mit einer moralischen Wertung konfrontiert. Er wird per Zeitreise, wie Sie bereits gesehen haben, vor ein Gericht gestellt und muss feststellen, dass die Evaluation des Spiels anders funktioniert als erwartet. Er stellt zu spät fest, dass er im Sinne der Spielwertung schuldig geworden ist. Das narrative Grundmuster, das in 1378 Kilometer benutzt wird, hat den Namen Läuterung, vom Saulus zum Paulus. Die moralische Botschaft, misstraue dir selbst. In ungewohnten Situationen handelst du anders, als du meinst. Das Ego-Shooter-Online-Spiel ist kein Medium, dem ein hochkultureller Wert zuerkannt wird. Es ist ein Medium, von dem der kulturelle Common Sense meint, in ihm kämen nur Narrative zur Darstellung, die niedere Instinkte ansprechen, und das Medium an sich befriedige nur die primitivsten Unterhaltungsbedürfnisse. Die Schießbefehle an der deutsch-deutschen Grenze sind ein Thema von hohem politischem Ernst. Wenn folglich Presse und Öffentlichkeit einen Trailer sehen, in dem auf dem Bildschirm das Zielgerät eines Ego-Shooters und ein Flüchtling als Ziel erscheinen, wenn über allem der Hinweis steht, deutsch-deutsche Grenze, dann wird eine kulturelle Schockbewegung ausgelöst. Hier verfolgt das dramaturgische Kalkül folgendes Ziel. Der kulturelle Common Sense und das Political Correctness Verhalten lernen vor allem durch Katastrophen und Skandale. Die verkürzte Information Ego-Shooter, deutsch-deutsche Grenze, löst einen Skandal aus. Der Skandal erzeugt Publizität für das Spiel, davon haben wir genug gesehen. Mit Verspätung stellt das skandalisierte Publikum fest, dass es voreilig geurteilt hat und dass erstens das bei dem Spiel eingesetzte dramaturgische Konzept ethisch nicht angreifbar ist und dass man zweitens von keinem neuen Medium wissen kann, ob es tatsächlich
von Natur aus minderwertig ist. Meine Damen und Herren, das steht auf der Packung drauf und das ist, glaube ich, in der Packung noch drin. Lassen Sie mich schließen mit einem Ausspruch, mit einem Zitat, das von meinem Freund Barzon Brock stammt. Er hat einmal gesagt, kein Faschist ist nur, wer weiß, dass er durchaus einer sein könnte. Zurück an Uwe Hochmuth. Ja, danke für die Stellungnahme. Sowohl durch den Vortrag als auch durch die Stellungnahme klar wurde, was die Intention des Spieles ist und dass also eine moralische Verurteilung dieses Spieles von vornherein zu kurz greift. Also man kann eigentlich nur noch darüber diskutieren, ob es dramaturgisch richtig umgesetzt wurde oder nicht. Aber auf gar keinen Fall kann man, glaube ich, über die Honorigkeit der Motive urteilen. Und um das vielleicht nochmal etwas weiter zu stützen und vielleicht auch mal zu zeigen, dass es durchaus ein gebräuchliches Muster ist innerhalb der Kunst, glaube ich, wird Herr Professor Belitzky, den Sie vorhin ja auch schon in dem Fernsehbeitrag sehen konnten, noch einige Erläuterungen geben. Ja, vielen Dank. Es wurde so viel Eindeutiges gesagt, dass ich fast weiß gar nicht, was ich noch dazu denke. Ich denke, es handelt sich hier eindeutig um ein Missverständnis, das dadurch entstanden ist. Aber jetzt wiederhole ich mich schon wieder, weil das hat Jens Stolper gerade gesagt, dass eben eine Privatzeitung diesen Spruch rauslässt und sich viele verleiten lassen oder fast reingelegt werden. Das ist das vielleicht auch mindestens so interessante wie das Spiel, dass hier einfach eine Art Eigendynamik entstanden ist und das, was heute so machtvolle Medien anstellen können, das ist sicher auch zu untersuchen. Sonst kann ich nur sagen, dass diese Arbeit ist ein Kunstprojekt. Die Kunst hat immer versucht, auch Grenzen auszuloten, zu überschreiten, sonst wäre die Kunst auch nie irgendwohin gekommen. Und ich hoffe sehr, dass diejenigen, die sich die gewisse Bedenken, Verletzungen zum Ausdruck bringen, dass sie in Jens Stolper einen Verbündeten finden, dass sie erkennen, dass er sozusagen auf eine innovative, in einer raffinierten Art und Weise ihre Geschichte an diese neue Generation weitergibt und dadurch sozusagen auch verhilft, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit tritt. Das war der Haupttenor und Hauptabsicht dieses Unternehmens. Und wir sind selbst wirklich mehr als überrascht von diesen Reaktionen, die kamen. Ich habe hier einfach spontan in meine Bücherei geschaut und habe dann dieses Buch, das sicher viele von Ihnen kennen, das heißt Maus von Art Spiegelman. Das ist ein Comics von einem New Yorker Schriftsteller und Comicsmacher, wo es um die Geschichte der Judenverfolgung geht. Und da in diesem Comics, das übrigens Pulitzerpreis bekommen hat, sind die Juden die Mäuse, wie Sie sehen, die Nazis sind die Katzen. Das ist auch ein Format gewesen, das vielleicht nicht allen Menschen sofort sympathisch war. Trotzdem hat es eine Anerkennung bekommen. Ich hoffe, dass das eine Art Analogie zu dem vielleicht ist, anschauliche Analogie, was gerade hier geschehen ist. Wir wollten den Zuhörern und Zuschauern dieser Präsentation auch die Möglichkeit geben, dass sie vielleicht noch Fragen stellen oder Kommentare dazu abgeben. Und deshalb eröffne ich das Diskussionspodium für Sie alle. Es werden Mikrofone gereicht. Es steht auch dort ein Mikrofon, falls jemand an dieses herantreten möchte. Wir warten auf Fragen.